Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge World of Warplanes, heute mit Flug 2 und 3. Denn ich dachte, ich mache das Ganze so, ich habe hier einmal die deutsche Reihe angefangen mit dem T3er und einen T4er Russenjäger habe ich noch. Ein bisschen kleiner ist das der T3er, sehe ich gerade. Und ich dachte, ich spiele mal in einer Folge zwei Matches, damit es so von der Zeit her ein bisschen länger wird, weil die sind ja auch nicht so lang, sind ähnlich wie bei WoT. Und ich melde einfach mal an, schon mal, während ich hier noch palaber. Wie gesagt, was kann ich sagen? Den T3 habe ich noch nicht wirklich geflogen, nur ein Match mal ganz kurz, aber nur so kurz getestet oder durchgeflogen. Hier haben wir noch so Tipps und die Teamliste. Ich bin so einer der stärksten, das ist ja geil. Bin den hier, wie gesagt, noch nicht geflogen. Hab hauptsächlich bis jetzt nur den T4er Russenjäger gespielt. Der T4er ist nicht ganz so gut, das ist ein IF irgendwas, glaube ich, oder I irgendwas 17. Muss nochmal nachschauen, I17, glaube ich. Find den nicht ganz so dolle, fand da den T3er besser. Bin ich mal gespannt, wie es bei den Deutschen ist dann mit dem T4er. Ist da natürlich wieder so abhängig, wie bei WoT, denke ich mal. Dass man da immer so ein bisschen Vorlieben hat, oder welche, die ja nicht so dolle sind, oder ein paar, die sich wieder besser fliegen. Aber hier auf den bin ich noch gespannt, den habe ich wie gesagt noch nicht großartig geflogen, nur mal so ganz kurz. Sieht auch ein bisschen wendiger aus. Schauen wir gleich, oh, 15 Sekunden Boost. Das ist übel. Und steigt auch ganz gut. Also ich versuche mal hier die Taktik mit dem hoch in die Luft. Um recht, um gut von oben runter ballern zu können. Was war das? Ich glaube, der hat auch einen Strömungsabriss ab 130 ungefähr. Kann man auch mal testen. Wir gehen ein bisschen hoch. Seht ihr dann bei der KMH-Anzeige da links? Ah, 140 sogar schon. Ab 140 wird schon orange. Das ist wesentlich schneller als beim Russen. Der hat, glaube ich, 120. Dann fängt es bei ihm an. Oh, Gott, ich habe echt Sprachfehler in letzter Zeit. Ab 120 fängt es beim Russenflieger an zu wackeln. Bei dem hier schon ab 140. Gehen wir links oder rechts? Ah, da unten fliegt ja einer. Da sind ein paar Gegner. Ach, ich gehe da mal rein. Hängen wir uns an? Wen hängen wir uns? Der da ganz unten, holen wir uns. Den kriegen wir. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein leichter Jäger oder auch ein Standardjäger. Müsste auch nicht allzu schwer sein. Ich glaube, der hatte mich schon gesehen gehabt. Der dreckige Sack. Aber ich habe ihn gekillt. Sehr schön. Das hasse ich immer, wenn die Leute sowas machen. In einen reinfliegen. Wow, das war auch ein knappes Ding von den Jungs hier. Ich bleibe mal ein bisschen gerade noch in der Spectator-Sicht hier. Sieht eh nicht so. Ah, doch. Ja, okay, sieht nicht ganz so gut aus für uns. Ich weiß gar nicht, ob es eine Ego-Sicht gibt, glaube ich, gar nicht in dem Spiel. Das wäre ja auch mal gut zu wissen. Gucken wir mal. Luftbremse. Oh, das ist ja noch interessant. Bomben abwerfen ist B, Raketen abfeuern R. E hatte ich auch noch irgendwas mal, glaube ich. War ja schon die Steuerung. Achso, da gibt es ja noch ein bisschen was. Die habe ich noch gar nicht angeschaut. Landeklappen ausfahren. Ah, man kann ja landen. Ziel aufsuchen. Oh, nächstes Ziel. Okay, das ist alles interessant. Das hat man gar nicht gesehen. Im Tutorial. Das wurde einem gar nicht gezeigt. Genau, Q ist der Rückspiegel. Kamera aufs Ziel. Karte vergrößern. Muss ich mir auch mal merken. Ah ja, ist eh schon vorbei.
War ja nicht ganz so erfolgreich. Aber fliegt sich ganz interessant. War nur nicht ganz so wendig, kann das sein? Wo habe ich denn hier die Statistik zu dem? 330. Okay, das ist ja auch ein T4er hier. Ja, 372. Wir nehmen einfach mal den Russenflieger. Sieht eigentlich auch ganz schick aus. Recht windschnittig. Bisschen wie so ein Ferrari. Der Ferrari unter den Fliegern. Testen wir mal den, wie es mit dem läuft. Ah, ich finde es schön, dass das Laden hier immer so schnell geht oder das Finden von Gegnern. Ah, mit dem bin ich gleich wieder in einem höheren Match. I17 ist es, was ich habe. Da ist die Feuerkraft, glaube ich, eben nicht so dolle. Mit dem komme ich nicht ganz so klar vom Schaden her. Manchmal das Gefühl, ich klebe da ewig an einem hinten dran und baller und baller und irgendwie passiert da einfach gar nichts. Aber schauen wir mal. Ihr seht auch schon, die Zeit ist ein bisschen kürzer als in WoT. In WoT musste man ja immer die 30 Sekunden abwarten, oder hatte ich zumindest so das Gefühl. Hier habe ich irgendwie entdeckt, dass irgendwie, glaube ich, wenn 50% der Leute schon in-game sind, man kann ja schon joinen nach dem Laden direkt, dann fängt die Zeit an zu zählen. Das heißt, alle, die nicht fertig sind mit dem Laden, da bei uns einer im Team, der hat halt Pech gehabt, das fängt jetzt einfach schon an. Ich glaube, das war in WoT, wie gesagt, nicht so. Aber mit dem habe ich viel weniger Boost. Viel, viel weniger. Okay. Aber wir fliegen gut. 1600 Meter, obwohl ich die Map hier nicht so dolle finde. Auf der habe ich bis jetzt immer nur versagt. Also heute schon mal in der Früh hat mich da einer gerammt. Ein Teammate hat mich gerammt. Er meinte unbedingt den gleichen Flieger hinterherfliegen zu müssen, auf den ich gerade baller. Obwohl das immer in den Tipps gezeigt wird, dass man es das nicht machen soll. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Manchmal spielt man auch mit Affen. Die können anscheinend auch fliegen. Wo ist denn hier was? Stimmt, die Map ist auch so offen, aber man sieht so spät erst mal Gegner. Da hinten haben wir einen. Über uns sind zwei Schwere, ja. Ich habe das Gefühl, die Schweren kommen viel höher. Die starten auch, glaube ich, viel höher. Die haben sich irgendwie gegenseitig zerbröselt, ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich mir den Bomber da holen soll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der habe ich gar nicht gesehen. Oh, gut Schaden gemacht, der Junge. Ja, hau nicht um. Kritische aushalten. Wie können die jetzt schon überhitzt sein? Das kapiere ich nicht. Hui. Hat der es jetzt auch noch überlebt? Das gibt's da nicht. Das gibt's da echt nicht. Sehr schöner Start hier in World of Warplanes. Ihr seht hier einen wahren Profi am Werk. Ich habe glaube ich nicht genug Captain Baloo geschaut früher. Ah, das ist so ein dickes Ding. Oh, da gibt's ja so ein richtiges Schadensmodell. Sieht nicht gesund aus. Aber dem sieht man hier gut hinten, dieses Geschütz, den NPC, der nach hinten rausschießen kann. Ja, das war's für dich, Junge. Da ist es vorbei. Was macht der? Ach, das war, glaube ich, diese Luftballon. Es stimmt, ich habe vergessen zu testen. S ist es, ja. Aber der hat gerade so abrupt gebremst irgendwie. Oh, man kann eh nicht so lange überleben. Ich glaube, das warten wir noch bis zum Ende. Es leben nur noch zwei von den Gegnern. Das ist so ein Win für uns. Und keinen einzigen Abschuss. Oh Gott. Traurig, traurig. Im T2er-Bereich war ich noch besser.
Ich trinke einfach was. Bisschen Cola. Und jagt die Ratte. Jagt sie. Da raucht hier schon ein bisschen an der Seite. Aber sieht ja noch ganz fit aus, das Ding. Endlich sieht man ja auch den Fahrer, Piloten drin. Weil WOT sieht man ja keine Personen. Deswegen ist es schon mal ein bisschen besser, cooler. Ich bin mal gespannt, ob der auch so lang braucht. Weil für die schweren Jäger brauche ich so lange, bis ich die zerbombe. Pause. Okay, da haben wir auch beide drauf geschossen. Ja, drei sogar, ja. Das ist unfair. Naja, ich hoffe, das nächste Mal wird es ein bisschen besser laufen. Bis zum nächsten Mal, Mädels.